Hallo, liebe Freunde. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge der Leni und Toni Show Nummer 146 am 6. Dezember, Nikolaustag. Nikolaus, genau. Ja, also von daher allen einen schönen Nikolaustag und Nathalie, alles Gute zum Geburtstag, du hast heute. Ah, ja, dann von mir auch, ne? Ja, habe ich festgestellt beim Loseschreiben. Ja, bleib gesund. Genau. Und hab einen tollen Tag. Wenn du das siehst, ist schon wieder ein Tag vorbei, aber dann hab einfach noch eine ganze tolle Woche. Genau. Ja. Vorweg noch ein paar Bilder, die ihr uns zugeschickt habt von Weihnachtsdeko und vom Nikolaus und vom heißes Thema Kuchen. Der Kuchen, Freunde, das hat ja viele Fragen gegeben, ob da wirklich keine Eier in den Teig kommen. Tatsächlich, es kommen keine Eier in den Teig. Ich habe es dann extra auch nochmal auf unserer Internetseite geschrieben, dass wirklich keine Eier dabei sind. Da haben sich wohl ein paar Leute Gedanken gemacht. Ich mir auch, aber es ist so. Und ich habe ihn nochmal gebacken und er ist was geworden. Ja. Also es liegt nicht an den Eiern. Nein, wohl, es lag wohl bei dir an den Backpulver. Ja. Ich denke, bei uns hat es am Backpulver gelegen und wir haben jetzt auch schon Bilder ja gekriegt, habt ihr gesehen. Und das ist genau nach dem gleichen Rezept und also das klappt schon. Ja, und wir haben auch das Karamell jetzt, das Mandelsplitter-Karamell, das haben wir dünner verstrichen, ließ sich viel besser verbröseln und sieht auch jetzt wirklich gut aus. Ja, wenn wir gleich zu Hause sind, könnte es sein, dass ich mal ein Stück essen muss und dann zeigen wir es euch. Ich kann aber jetzt auch nochmal neue Bilder machen und auf das Rezept dann also einfügen und ich verlinke euch das nochmal unten, falls ihr es noch nicht gebacken habt. Ja. Dann könnt ihr das jetzt nachbacken. Es läuft, es klappt und es ist so, so lecker. Das ist mein neuer Lieblingskuchen. Ich habe ja gesagt, das ist der Kuchen des Jahres. Ja, zumindest der Weihnachtskuchen des Jahres. Ich finde, es ist der Kuchen des ganzen Jahres. Na gut. Ja. Ich habe euch ja von dem Rabattcode bei CreaBest erzählt. 5%, wenn ihr Leni und Toni eingebt. Da gab es wohl ein paar Missverständnisse. Also Leni und Toni, ich blende es ein, so eintragen, wie ich es einblende. Also Leni, dann dieses Und-Zeichen, Toni hinterher. Wie gesagt, ich blende es ein. Und dann klappt das mit den 5%. Ne? Sonst geht es nämlich nicht. Ja, also Groß- und Kleinschreibung ist egal. Ja. Aber kein Leerzeichen aneinander. Ihr müsst es so ganz aneinander mit einem Und dazwischen und müsst dabei immer uns vor Augen haben, dann klappt das auch. Dann klappt es auch. Das ist was, oder? Haben wir euch versprochen, wollten wir euch zeigen, weil wir wollen jetzt was essen. Ja, das haben wir dringend nötig. Wir haben nämlich den ganzen Tag noch nichts gegessen, weil heute war es sehr lustig bei uns. Es ging nämlich keine Heizung, es ging kein Wasser. Hm. Also es ging kein warmes Wasser. Die ganze Heizung ging erstmal nicht. So, ja. Und mein Computer war auch noch kaputt. Der Tag fing richtig gut an, aber der Kuchen ist gelungen. Ja, da war irgendwie verstellt der Computer. Irgendein Update hat irgendwas zerschossen. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall geht alles wieder. Die Heizung geht wieder. Der Kuchen ist gelungen, der Computer funktioniert wieder. Und haben wir euch eigentlich schon gesagt, dass heute der zweite Advent ist? Nee, wir haben gesagt, dass Nikolaus ist, 6. Dezember. Ja. Das kommt ähnlich heute. Ja, das fällt zusammen. Also wir essen jetzt den Kuchen, den könnt ihr euch noch angucken. Aber nicht mehr lang. Dann ist er weg und dann melden wir uns wieder mit der Verlosung des Tages. Ja. So. Ein kurzes Update-Erfahrungsbericht, Kurzerfahrungsbericht von unserer CreaBest-Batterie. Die ist ja eingebaut. Greta steht ja nicht am Strom. Da ist die Heizung, läuft da die ganze Zeit ein bisschen. Das haben wir euch ja erklärt. Und durch die Sonneneinstrahlung, durch die fehlende, es ist ja jetzt die letzten Tage ziemlich trüb gewesen, lädt die natürlich jetzt nicht so toll nach. Was ich aber zeigen wollte, ist, dass sie jetzt noch 72% hat. Ja, ich muss sie halt dann demnächst mal irgendwann mal an den Strom stecken, außer die Sonne kommt raus, keine Ahnung. Aber, dass sie noch 13 Volt hat. Bei 72% hat sie noch eine Spannung von 13 Volt. Die zwei alten Batterien, die wir drin hatten, die hatten bei 72% vielleicht noch gerade mal 12,2 Volt. Vielleicht 12,3, vielleicht 12,1. Das nur zu dem Thema, wie tief ich die entladen kann, so eine Lithium-Batterie, bis die Spannung zusammenbricht.
Liebe Freunde, es kommt der schöne Teil des Nikolaustages. Wir haben eine neue Verlosung, die heute an den Start geht. Und das machen wir jetzt, bevor wir den Gewinner der Dashcam ziehen. Genau. Ja, es ist unfassbar und wir sind total dankbar, weil wir haben ganz viele Gewinne inzwischen zusammengetragen und haben gedacht, oh wei, so lange ist ja die Adventszeit gar nicht. Und ja, darum gibt es heute ganz viel, was ihr gewinnen könnt. Also nicht heute, sondern das nächste Mal könnt ihr das gewinnen. Wir stellen nur heute vor, was ihr nächste Woche gewinnen könnt. Ja. Ja. So. Ja. Ja. Also das, was jetzt halt neu ist. Genau. Weil die Dashcam, die ziehen wir ja jetzt gleich. Die ziehen wir jetzt gleich, genau. Fertig. Also wir haben ganz, ganz tolle Sachen. Und erstmal muss ich mich noch bedanken für diese ganzen Nikolaus-Geschichten, die ihr geschrieben habt. Und dann muss ich mich ein bisschen entschuldigen bei euch. Es war mir nicht klar, dass ich da so schlechte Erinnerungen hervorrufe teilweise. Weil ich habe da Sachen gelesen, dass ihr ganz furchtbare Angst hattet und vom Knecht Ruprecht eben. Und dass es Strafen gibt, weil ihr vielleicht nicht so lieb gewesen seid. Also das waren nicht immer so schöne Geschichten. Und ich dachte, oh mein Gott, was haben die Leute früher ihren Kindern angetan? Ja. Ich habe das so nicht erlebt. Ich kenne Nikolaus immer nur als super tollen Tag. Ich war auch immer aufgeregt die ganze Nacht, weil ich dachte, er schleicht jetzt vor meiner Zimmertür rum tatsächlich und habe mich morgens kaum getraut rauszugucken, bis ich wusste, dass es wohl meine Mama gewesen ist. Aber da waren wirklich nicht so schöne Geschichten dabei, aber auch viele schöne. Und ich habe einfach das nicht mit bedacht, dass es da so schlechte Erinnerungen gibt, weil ich das selber nicht habe. Also ich wollte da jetzt nicht irgendwie was aufwecken, an was ihr gar nicht erinnert werden wolltet. Jo. So, und darum haben wir uns gedacht, weil heute Nikolaus ist und es so ein toller Tag ist und kein schlechter und wir sowieso so viele Geschenke haben, gibt es jetzt einfach heute anlässlich des tollen Nikolaustages ganz viel, was wir verlosen. Für nächste Woche. Für nächste Woche, genau. Ich möchte das nur immer auch klarstellen. Ja. Also fangen wir mal an hier mit einem, finde ich, ein tolles Geschenk. Der Escape Room in Alsfeld hat zur Verfügung gestellt 2 Eintrittskarten für den Escape Room in Alsfeld im Wert von 70 Euro, ja. Da könnt ihr hin und könnt euch einschließen lassen und müsst dann Rätsel lösen und da aus diesem Escape Room wieder rauskommen. Sehr spannend. Also ja, Davon hätte ich gerne genaue Infos, weil ich gerne auch mal in den Escape Room würde, aber eigentlich habe ich viel zu viel Angst davor. Dass du nicht mehr rauskommst? Ja, oder dass ich nichts weiß und dass ich, also ich weiß nicht, ich habe da zu viel Angst vor, aber eigentlich würde ich schon gerne. Ja. Das müssen wir unbedingt jetzt mit in die Verlosung reinnehmen, weil wir vor einem Jahr, nämlich das letzte Mal in Alsfeld waren. Vielen Dank erstmal an die Stadt, dass sie das zur Verfügung gestellt haben und an den Inhaber vom Escape Room. Das ist ganz großartig. Und vor einem Jahr zum Nikolaustag waren wir eben selber in Alsfeld auf dem Weihnachtsmarkt. Das geht eben dieses Jahr nicht. Nein. Viele Grüße an alle von ganzem Herzen, die damals mit uns dort waren. Das war wunderschön und nächstes Jahr klappt es hoffentlich wieder. Ja, gehen wir mal davon aus. Ja, also Eintrittskarten für 2 Personen für den Escape Room in Alsfeld. Genau, dann geht's weiter. Wir verlosen einen oder 2 oder vielleicht auch 3 Gutscheine im Wert von 50 Euro für den Movera Shop bei Wohnmobile United in Friedrichsdorf. Genau, die haben das zur Verfügung gestellt, diese 3 Gutscheine, dass ihr da einkaufen könnt in dem Shop. Und es ist ja auch was. Also 50 Euro. Ja, na, wir schicken das 50 Euro mit der Post raus. Das kommt also noch rechtzeitig vorm Fest, wenn ihr also gewinnt und auch noch zufällig irgendwo in Friedrichsdorf seid, dann gibt es vielleicht auch noch mal Weihnachtsgeschenke zum Mitnehmen. Ja. Wohnmobil United, danke. So. Genau. Und dann hauen wir noch einen raus. Wisst ihr ja, wir haben E-Bikes, die Mobilisten von RSM. Bike. Richtig. So. Mhm. Und da haben wir auch noch Geschenke gekriegt. Ja. Super toll. Eine Satteltasche. Ja. Weil man ja immer ein bisschen einkaufen fährt, wenn man so auf dem Campingplatz ist. Ja, oder das ganz normale Gepäck dabei hat, wenn oder man eine Tour macht. Ich finde vor allem, die sieht auch schick aus. Ja, das ist so ein bisschen retro. Genau, das ist nicht einfach mal so eine Satteltasche in schwarz, grün, gelb, blau oder so, sondern nee, die ist hier so ein bisschen mit Leder und schön und mit den Schnallen. Und also ich finde es wirklich, sieht sehr gut aus. Ja, finde ich auch. Ja. Das passt auch heute so zu uns. Wenn ich das so sehe, sind wir... Aber uns könnt ihr nicht mitgewinnen. Es tut mir ein bisschen leid, aber es geht nicht. Also, die Satteltasche von RSM. Gesponsert. Gesponsert von RSM Bikes. Ja, von den Mobilisten. Vielen Dank. Dankeschön. So, das also alles nächste Woche. Um das zu gewinnen, nächste Woche werden wir den Gewinner ziehen.
Müsst ihr bitte erstmal Abonnent unseres Kanals sein, zweitens dieses Video liken und dann sind wir total begeistert davon, dass ihr so viele Sachen in die Kommentare schreibt, meistens sehr schöne. Und wie ich so gelesen habe, findet ihr das auch immer so toll, dass ihr das gegenseitig lesen könnt. Richtig, ich muss kurz Luft holen. Ja, so, und da haben wir uns gedacht, dass ihr dieses Mal in die Kommentare schreiben sollt, was ihr denn so für ein Lieblingsrezept zu Weihnachten habt, jetzt in der Vorweihnachtszeit. Also, Kuchen backen, Plätzchen backen, alles, was damit zusammenhängt, ja, Bratäpfel oder keine Ahnung, was alles geht und was alles gibt. Teilt euch mit, schreibt eure Rezepte rein oder eure Ideen, dass alle anderen das auch lesen können und alle anderen was davon haben und das alles noch nachbacken oder nachmachen können. Genau, also nicht einfach schreiben, ich mag Bratäpfel sehr gerne, sondern bitte das Rezept dazu schreiben, wie ihr das macht. Ja, so. Genau, ja, sonst wäre es ja langweilig. Ja, weil wir ja Kuchen gerade sowieso zum Thema haben, der sehr weihnachtlich ist. Ich mache auch mit, bin aber von der Teilnahme an der Verlosung ausgeschlossen. Schade. Sehr, finde ich auch. Ich habe aber noch einen Gewürzkuchen, den ich sehr, sehr mag. Der Toni aber nicht so sehr, kann sich auch gar nicht dran erinnern. Den habe ich wahrscheinlich verdrängt, weil er mir nicht so... Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er sehr lecker. Ist aber ein trockener Kuchen, aber der schmeckt richtig schön weihnachtlich. Den backe ich diese Woche, dann habe ich auch noch tatsächlich was davon. Und mach schöne Fotos und dann gibt es das Rezept auf unserer Internetseite. Und ihr schreibt bitte in unsere Kommentare eure lieblingstollsten Leckerrezepte. Genau. Für die Weihnachtszeit. Also nicht jetzt so ein Osterhefekranz, das wäre jetzt nicht so gut. Nein. Müsste man einen Hefezopf machen zu Weihnachten. Also Stollen und was es alles gibt. Ja, oh, ich bin total begeistert. Und dann machen wir nächstes Jahr einen Kochclub auf und müssen das alles nachbacken gemeinsam. Super. So, jetzt, das war's. Jetzt aber mal zur Verlosung von der... Die Dashcam. Verlosung. Von der Pioneer Dashcam, ja, gesponsert von ACR Zellamelis. Ja, und den Gewinner ziehen wir jetzt. Ja, Moment. Wir haben mal getauscht, weil mir der Arm gleich abgefallen wäre und jetzt sind wir den Gewinner der Dashcam. So, es ging heute ein bisschen schneller mit lose Schreiben. Ich bin gespannt tatsächlich, ob die Vase nächste Woche ausreicht. Ja, bei den vielen, wenn wir den Bronzo wieder nehmen müssen. Oh ja, aber das heißt ja auch, dass es super viele Rezepte gibt. Genau. Da freue ich mich wirklich sehr drauf. So, also, so, also da ist er übrigens, der Gewinner der Dashcam ist, ich gucke eben, heißt Siegfried Schmidt. So, bitteschön. Kann man das sehen? Bestimmt. Ich weiß nicht. Siegfried, also, du weißt Bescheid. Schreib uns eine E-Mail an Leni und Toni. Nein, schreib uns eine E-Mail an info@leniundtoni.de und sag uns, wo wir die Dashcam hinschicken sollen. Genau. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Gewinn. Ja. Und wir freuen uns dann auf nächste Woche. Genau. Das war's, oder? Das war's an dieser Stelle, weil passenderweise, als wir eben den Platz gewechselt haben und heute ist ja Heizungsausfalltag, haben wir gesehen, dass Greta auch just im Moment einen Fehler an der Heizung anzeigt. Ja, muss ich gleich mal nachgucken. Darum müssen wir das kurz an dieser Stelle mal beenden. Beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schon mal im Voraus vielen Dank für die Rezepte, die jetzt kommen werden. Ja, also das wir ist sind wirklich gespannt. Sehr. Und da hat wirklich dann auch jeder was davon. Das finde ich ganz großartig. Wir drücken die Daumen für den Gewinn in der nächsten Woche. Nathalie, tut mir leid, hat jetzt mit dem Gewinn nicht geklappt, aber ich hoffe, du hast trotzdem einen schönen Geburtstag gehabt. Bis Montag, würde ich sagen. Ja. In alter Frische. Bleibt gesund. Lasst euch gut gehen, bleibt fröhlich und ärgert euch nicht über Dinge, die ihr nicht ändern könnt. Tschüss. Tschüss.